Spiel, was man auf dem Handy zocken kann. Oh, da sind wir wieder. Ich höre gerade meinen Ton hier auf. Weil ich mach wieder mal auf das Spiel bezogen, was er gerade gesagt hat. Ich habe so ein Handyspiel. Ich habe so ein Handyspiel und das ist das so. Abstand. Das herzlich willkommen zurück. Ich sag's nur den Leuten, damit die uns fragen. Entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Dass wir nicht denken, etwa gemeint. Ich hatte hier unseren eigenen Ton voll laut. Das heißt, ich habe dich nicht mal gehört. Nein, alles gut. Okay, dann kommen wir zum Ergebnis der Umfrage, damit wir überhaupt wissen, wie es nun weitergeht. Das ist klar, oder? Oh, ich habe schon wieder vergessen, vorzulesen, wie die Kapitel heißen. Mach ich gleich nochmal am Ende. Mach ich nachher in der Was wäre wenn? Es war klar. Natürlich ist es Schmors Vater. Alter, ich hätte ja gerne gehört. Das wäre wirklich interessant gewesen. Aber wer sagt denn, dass nicht dein Vater ist? Ja, es hat eine gewisse. Man könnte annehmen, dass es die eine dieselbe Person ist. Tore? Stand da wirklich gerade auch noch Tore zur Auswahl? Hatte jemand wieder aufgeschrieben. Aber haben wir Tore nicht schon dreimal getötet? Nee. Das letzte Mal hast du ihn gegen das Lenkrad gehauen und wie gesagt, man wusste nicht, ob er. Vielleicht hat er überlebt. Auch das wäre was ich vielleicht mal über den Wiki aufklären würde. Denn es ist eine Frage, für die ich eine sehr plausible Erklärung habe, warum das passieren konnte, dass er wiederkommt, auch wenn es eine Community-Abstimmung war. So, jetzt aber weiter geht die Geschichte. Ihr steht also vor der Hütte. Schmorf hat gerade eine Kettensäge gefunden. Als ihm eine bekannte Gestalt entgegentritt. Es ist Dieter Müller. Mein lieber Schmorf, was machst du denn hier? Dieter. Ich guck zu meiner Kettensäge und ich mach zumindest... Ich habe dir tausendmal gesagt, nenn mich Papa. Wir hatten das schon hunderttausendmal. Du bist nicht mein echter Vater. Und hast Klamotten an. Was... Immer diese Klamotten an. Schmorf, du bist ja nackt! Ja, so wie mein echter Vater mir es beigebracht hat, weil die Schmiede so heiß ist. Aber du wolltest ja immer, dass ich die verkaufe, die Schmiede. Wegen dem gigantischen Erz, was da unten ist, was mich reich macht. Aber mir ist es egal, denn ich will in der Schmiede leben. Und du, undankbares Blag, was soll denn das sein, was du hier tust? Nackt mit deinen Freunden durch den Wald stapfen? Das sind die Dafür habe ich nicht! Millionen Dinge unterschrieben! Ich hab echte Freunde gefunden! Den kannst du nie ersetzen! Und ich fange an, unter Tränen langsam die Kettensäge. Es geht nicht. Doch, sie geht an! Sie ist an! Okay, dann töte mich doch! Du warst ohnehin eine Enttäuschung! Also, es ist schwer, weil eigentlich würde ich... Kurz, ich gehe kurz rüber zu Dieter, gebe ihm eine gezielte, aber doch... Er rennt auf Schmorf zu. Schmorf? Ah! Ich gehe in die Mitte und hau einfach nur ganz unkommentiert in einem leblosen Sicherungsprung wieder eine Backpfeife. Okay, während er an dir vorbeirennt, kriegt er so... im Vorbeilauf eine Backpfeife ab. Aber er rennt weiter. Ah! Okay. Schmorf sagt, ich wirbel jetzt einfach diese Kettensäge rum. Wenn du reinläufst, dann ist es deine eigene Schuld. Und Dieter rennt. Kettensägen-Sound. Kettensägen-Sound. Nein, bitte nicht. Tu es nicht. Tu es nicht, Vater. Und er rennt. Und rennt. Und tu es nicht. Oh nein. Nein, das hab ich nicht gewollt. Oh Gott. Oh mein Gott. Und Dieter verliert seinen Kopf. Ja, also ich loote Dieter! Yes! Ich loote den Vater von Schmorf! Du bekommst einen nagelneuen, völlig geschmacklosen, ein nagelneues, völlig geschmackloses Nadelstreifensacko in braun, ocker, gelb und dezent lila. Niemand lootet meinen Stiefvater außer mir! Was hast du gekriegt? Lohnt es sich? Ich geb's. Was ist das? Nadelstreifensacko. Das ist ein Andenken an deinen Nicht-Vater, an deinen nicht echten Vater. Dieses Sakko würde ich immer daran erinnern, Schmorf, dass du ihn mit einer Kettensäge zersägt hast. Er war selbst schuld. Ich hab ihn gewarnt. Ihr habt's alle gehört. Du konntest nichts dafür, dass du die Kettensäge geschwungen hast. Alter, Hauke. Ohne Scheiß, Hauke, ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Jetzt einfach mal spontan meinen Stiefvater umgebracht. Erster? Ich konnte nichts tun. Okay, gut. Wie, du konntest nichts tun? Nein, Leute, es ist nicht so schlimm, den konnte ich nur nie leiden. Aber diesmal so. Ja. Im Tod ist er wenigstens jetzt nackt. Im Himmel sind alle nackt. Moment, ich ziehe ihn noch vorher aus. Moment. Ja, du Schwein, da hast du's. Das gehört zu unserer Religion, ich muss das tun. Und dann habe ich ihn schon ausgezogen, so.
Okay. Mehr war nicht. Also, das, ja. war die Community-Abstimmung. Das sollte für irgendwelche zukünftigen möglichen Szenarien nach Tears irgendwie. Hätte jetzt nicht. Hä? Das hat da nichts mit zukünftigen. Die kommt noch. Budi, was redest du denn da? Vielleicht? So habe ich die vorhin verstanden. Quatsch, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was noch kommt. Oh, herrlich. Das war jetzt einfach eine Community-Abstimmung, die dazu geführt hat, dass man mal jemandem begegnet, den man vielleicht auch nicht so gerne mochte. Na, ich mochte ihn ja mal. Irgendwann. Irgendwann. Aber da wusste ich ja nicht, dass der, verstehst du, dass das auch also ihr steht, mit mir macht. Ihr steht außer im Sipsch von Dieter Müller, was tut ihr? Im Sipsch von Dieter Müller, in dem was von ja, Dieter ich schüttel den Kopf und gehe einfach weiter. Ja, ich richte mich mal kurz an alle und sage, ich weiß, das war jetzt nicht so eine, es ist nicht so super gelaufen, aber tu mir einfach so, als wäre es nie passiert. Ich nehme das Schaf und sauge mit dem Schaf das Blut vom Boden der Mutter Natur, die meine Mutter ist. Ist gut. Und sorge dafür, dass der Boden nicht getränkt wird. Das lebt ja noch. Und Wölfe und so nicht angezogen werden. Ja, also, aber du willst mit Blöki das Blut von Dieter Müller auffischen? Ich bin schon mit Blöki weitergegangen. Jetzt eskaliert. Und schütze immer noch den scheiß Kopf. Also das davor weiter. War noch ein Unglück. Sven, kommst du mit? Ja. Gut. Ich grüße Svea, die das mit angesehen hat. Und ich sage es dir, Svea. Svea. Swear, I swear. Okay, die Leute wollen dafür den Kopf mitnehmen, aber. Ich sag's dir, swear. Moon and the stars in the skies. I'll be there. Ey, das Ding, guck mal. Svea ist sichtlich beruhigt durch eure Sachen. Oh mein Gott, ja, genau. I swear. Alles cool. Okay. Die Macht von Boys to Men. Okay, was tut ihr? Also, ihr wollt weitergehen, oder was? Was mir alles gemacht hat, gell? Du kannst nicht urteilen, nein. Bevor außerdem du nicht deinen eigenen Stiefvater mit der Kettensäge aus Versehen ersägt hast. Schmorf. Ich urteile nicht über mich, bevor du nicht deinen Stiefvater unzerstückelt hast. Du hast überhaupt nicht überreagiert. Ich finde, ich kann das total nachvollziehen. Du kannst dich noch erinnern, wie du aus Versehen deinen Vater mit 15 Fausthieben. Mit 15 Fausthieben? Okay, mit einem. Ehrlich. Gut. So, weiter jetzt. Okay, was tut ihr? Wir setzen die Reise fort. Hast du ihn auf die andere Seite der Erde gehauen? Ja, ihr setzt eure Reise fort oder was ja, sind die eigentlich schockiert? Den Kopf auf den Stock. Ihr seid so ein. Nein! Simon, Schmorf, wir brauchen noch ein Körperteil. Wir haben die Arme, wir haben die Beine, wir haben den Kopf noch nicht. Hä? Es ist kein Kopf da, der ist kaputt. Du hast nur die Körperteile gesammelt. Du hast Körperteile gesammelt? Nein, die wurden mir wieder. Ich durfte die nicht mehr mitbringen. Kurz, ich habe nur eine Überlegung. Nur kurze Überlegung. Wir kommen ganz blitz auf. Ja? Werden die noch diskutieren? Welche Teile sie mitnehmen? Na ja, genau. Und ich gehe ganz kurz da, wo er reingekommen ist, und gucke mal ganz kurz in den Busch rein und gucke, wo könnte der herkommen. Vielleicht ist er mit dem Auto gekommen oder sowas. Ich will mal wissen, wo ist der herkommen. Okay, also da runter guck, siehst du auf jeden Fall, dass ich da nach einem Stück dichten. Siehst du den Fuß der Anlage offensichtlich? Den Fuß der Anlage? Also, ne, den unteren Teil der Anlage. Mein Gott, ey, dass das Wort Fuß euch jetzt irritiert hat. Also wie am Fuße eines Berges steht ihr am Fuße des Turmes. Darf man das so sagen? Ich weiß gar nicht. Ja. Ihr steht am Fuße des Turmes. Den seht ihr, den Fuß des Turmes. Okay. Und ich drehe mich um und denke mir, okay, what the fuck? Warum, was macht Schmorfs Vater hier? Ich gehe zurück. Schmorf, was genau hat dein Vater gemacht? Mein Vater war... Stiefvater. Mein Stiefvater war ein verdammter Held. Mein Vater war ein verdammter Held. Mein Stiefvater war bei irgendeiner großen Firma. Er hat erst in Erz investiert. Aha. Und dann wollte er ja immer, habe ich ja eben gerade erzählt, kurz bevor dieser kleine Unfall passiert ist. Ja, ja. Es ist dein Erzfeind gewesen. Es war mein Erzfeind. Ja. Und er hatte kein Erz für dich. Letzten Endes, er hat sich verheiratet mit einer Ärztin. Großes Erz. Ich geb's auf. A naked man kills his father with a chainsaw. This is not normal, but on meth. Not even once. Also, der arbeitet, ich weiß, dass er viel Geld hat, dass er einen Anzug an und da endet die Geschichte, weil ab da war der für mich irrelevant. Gut. Trägt immer einen Anzug und so. Danke, Schmorf. Wir gehen weiter. Aber hast du denn eine Idee oder was? Oder wie? Hast du was mich gefunden? Interessiert einfach nur, jetzt wir sind so in der Apokalypse. Smalltalk. Wir sind hier an diesem Turm und so. Smalltalk. Und da ist halt so ein Bunker. Und plötzlich taucht halt einfach dein Schwiegervater in einem Anzug auf. Glaubst du denn nicht? Eventuell ist er so wie der G-Man in Half-Life. Nee, ich seh das ja in diesen Gesteinsformationen. Hier ist extrem viel Erz überall. Wahrscheinlich war er einfach wieder am Suchen. Okay. Klar. Einfach am Looten. Ja. Okay, gut. Sollen wir vielleicht einfach jetzt wieder Richtung... Gut. Ja. Kann ich nochmal ganz kurz fragen?
Ihn hat doch jemand gelootet. Habt ihr da irgendwas gefunden? Er hat das hässliche, gelb-ockergelbe, also dezent lila Sakko gefunden. Ja, vielleicht guck mal in der Sakko, vielleicht ist da noch ein Zettel und da so ein Brief für Schmor. Das ist auch schon ganz alt und verwildert. Siehste, wusste ich doch, dass er mich nicht geliebt hat, sonst hätte er nämlich ein Foto von mir oder so drin gehabt. Das wollte ich nicht. Hätte er nämlich in der Brusttasche ein Foto gehabt. Eigentlich bist du völlig unschuldig. Aber das ist ein cooles Sakko gewesen, oder? Also schon, wenn Smurf das trägt, dann hat er, Achtung, Zwerg. Zwerg, ja. Au! Ja, egal. So, los, naja, jetzt zieh's mal an. Gehen wir weiter zum Fuße des Turms. Zieh's mal an, hä? Okay, ihr geht in Richtung Turm. Yes. Ihr kommt bei dem Turm schrägstrich der Apparatur an. Auf einem blechernen Untergrund steht das Gerät leicht erhöht. Allerdings ist die Umgebung völlig verseucht mit Trauernden. Ihr hört über einen Lautsprecher die Stimme von Kevin. Ich wusste es. Ja, natürlich. Ja. Ihr Deppen! Ich habe einen Lockstoff entwickelt! Nächste Heilung! Alles bleibt schön, wie es ist! Und ihr geht jetzt drauf! Wartet nur ab! Attacke, Kleine! Und in dem Moment greift Svea in ihre Tasche und bewirft. Das war so klar. Du immer! Svea. Immer die Svea am, weißt du? Dabei, sag ich doch, Monstrum. Bewirft Geronimo Rüder mit einem Beutel, der sofort an dir zerplatzt. Alter, und in dem Moment. Ich renne sofort zu Stanley Balls und reibe mich an ihn. Ja, warte. Alle Trauernden im Umkreis scheinen jetzt zumindest in deine Richtung zu schlurfen und auch hinter euch kommen aus dem Unterholz Trauernde. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Ja. Das ist der wichtigste Move. Ich mach erstmal, was passiert, bevor du dran bist. Und dann setze ich mich damit auseinander, dass du versuchst, deine Kollegen mit da reinzuziehen. Also, was willst du tun? Ich habe Initiative 8. Mit Blitzstern, mit Puma-artigen Reflexen. Spring ich in die Arme von Stanley Balls. Ja, bitte! Und reibe meinen gepuderten Körper an seine Fäuste. Damit die Feinde direkt an die Fäuste rennen. Okay. Tisch! Okay, die schlurfen in eure Richtung, aber der Weg zum Gerät ist weiterhin frei. Der Gerät ist frei. Okay, du musst sofort die Heilung aktivieren! Schatter-da-da-da-da-da-da! Und dann fange ich an loszurennen. Okay, und ihr fängt Svea an zu lachen. Ihr seid solche Idioten! Ihr und der Alte! Diese Welt ist perfekt! Und wir die perfekten Herrscher! Und rennt Gott. Weg. Sagt Svea. Ja, Svea, ey. Alles falsch gemacht. Alter Schwede. Nein. Weißt du, was ich mache? Ich greife meine Tasche, nehme meinen Wurm. Und ich schmeiße meinen Wurm Richtung Svea. Und wie ein Alter, Adler im Sturzflug jetzt eskaliert's. Fliegt der Wurm in Faust Richtung Svea. Und er beißt und krallt sich fest in ihrem scheiß Pony. Und er zerreißt ihre Arme. Ja, was? Ginge sowas? Also ich sag mal, du kannst ihn werfen. Ob der Pony und Zerreißteil ist da noch offen. Na gut. Aber er hat doch einen Arm. Ja dann. Ich echt so okay, dann ist Superman, der Faust nach vorne. Ich sag mal, würfel mal auf Werfen. Würfel mal auf Werfen. Ja, mal auf Würfen. Ich bin sehr gut bei Werfen, nur just saying. Ja, du kommst mir zur Hilfe. Geil. Aber ich fass dich nie an. Körperkraft, Geschicklichkeit. Wo ist denn Werfen? Nee. Unterwerfen, die körperlich, erste Gruppe. Aber wenn wir es wieder umgebracht hätten, hätte keiner wäre auf unserer Seite gewesen. Alle hätten uns gehatet dafür. Nun, ich habe ja Werfen nicht. Mhm. Aber das ist ja ein Move, den ich habe mit dem Wurm. Das ist jetzt ja nicht das klassische Werfen, wie ich werfe wie Schmorf Backstein. Sondern das ist ja. Ja, werf! Aber ich habe da ja nichts. Ja, deswegen. Ja. Werf null, dann hast du da nichts. Oh. Wurmrain. Scheiße. Du musst jetzt einfach hoff auf dein Glück einfach. Ach, du meinst gut. Weißt du auch, was du bei. Ja, ja. Wie viel hast du gewürfelt? Ja, würfel nochmal. Der Wurm, okay. Wurm beim Werfen zerdrückst du aus. Du wirfst und rutschst dabei aus und fällst hin. Okay. Und in dem Moment vergräbt der erste Trauernde seine Zähne in deinen Unterschenkel. Was? Also in deine Wade. Das kann doch nicht so schnell sein. Ja, aber ey, kein Problem. Er ist hingefallen. Hier. Kein Problem, wir haben nämlich Serum getrunken. Wir haben es doch schon getrunken. Ja, alles cool, ist scheißegal. Uns kann überhaupt nichts passieren. Außer Budi sind wir komplett raus. Ja, ja. Ja, Budi. Ich sage zu dem, der mich gebissen hat, nun, da ich ja das Serum habe, Sarius Bergmann. Also du hast erstmal gerade sagenhafte Schmerzen. Ja, aber ich bin ja, als ich gehe direkt hin und haue mit dem Messer auf den Dankeschön. Rum. Okay, der ist abgelenkt, da musst du jetzt nicht. Na, es trifft. Was hast du bei Klingenwaffen? 17 jetzt. Nils, dein Mikro ist runtergerutscht, hängt da an deinem Hals.
Also ich habe tatsächlich 17. Ja, bei Klingenwaffen. Ja, ja. Ja, brauchst nicht würfeln, kannst sofort Schaden auswürfeln. Ja, sag ich doch. Also, ich kann jetzt aber nicht Messer. Schwer zersägen, oder? 1W6 plus 4. Doch, das kann ich nicht machen. Geht alles. 6, 10. Ich meine, ja, nee, im Grunde, ja, du triffst den Kopf, den tötest du. Also das ist keine Herausforderung. Du bist so gut mit Klingenwaffen, du bekommst sofort ein Messer in den Hinterkopf. Gut, der ist tot, aber du bist gebissen. Ja, aber ich nehme meine Schrotflinte. Ja, was tut ihr? Während ich im Boden... Erstmal Schmorf, du bist ja in Richtung Anlage gesprintet. Naja, also jetzt wird's echt. Ich habe gerade schon gefragt, ob ich sie mit der Kettensäge. Ich meine, das kann ich nicht machen. Ich kann sie ist ja weggerannt von der Anlage, so wie ich das verstanden habe. Nee, ganz ehrlich, Prioritäten setzen. Ich bin Priorität 1, Priorität 2 ist die Welt. Aber du bist ja schon gebissen. Ja, aber du müsstest mich ja vielleicht auch trösten oder sowas. Kann ich dir. Willst du was? Antiserum hast du ja schon bekommen. Also ich habe doch zwei Pulver. Ich hätte gerne Tee. Pfefferminztee mit Honig. Steve hat euch ja gesagt, dass es eine Dosis ist. Eine Flasche ja, ist eine Dosis. Ja, aber der hat ja auch Scheiße erzählt. Der hat ja auch, oder? Das war ja alles Lüge, scheinbar. Der Steve? So, nee, der hat zwei andere war. Check it out. Okay. Ich sage, erstens mal möchte ich nur kurz, nichts gegen dich, Schmorf, aber dass Schmorf beide Ampullen, also im Prinzip das Schicksal der Welt, in seiner Hand hält, während er gleichzeitig mit einem Besen rumläuft und einen Pavian-Döler in seinem Rucksack willst hat. Willst du sie haben? Ich möchte, ja. Geht nicht, er rennt schon zu der Anlage. Du kannst ihm eine zuwerfen. Ja, ich lasse sie einfach fallen und er holt sie sich. Nein, was ich sagen will ist, jetzt lass mich doch mal ausreden, ey, und Scheiß. Okay. Ja. Das Antiserum, aus dem wir jeder einen Tropfen schon mal genommen haben, den Rest dieses Antiserums, würde ich Geronimo Röder verabreichen. Und zwar sofort, weil wie lange, es stand in der Akte des Virus drin, wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Bevor 30 Minuten maximal. 30 Minuten. Und es dauert 2 bis 3 Stunden, bis das Serum quasi aus der oberen Atmosphäre-Schicht nach der Anlage wieder runterkommt. Genau, und deshalb geben wir ihm das direkt. Wir haben aber noch ein anderes und das ist die letzte Chance auf das Retten der Menschheit. Dieses Serum, was jetzt in Schmorfs Händen liegt, der auf dem Weg ist zur Destillierungsanlage, whatever. Ist kurz die letzte Chance. Medizin, kann er laufen oder nicht? Ja, gut, okay. So schlimm ist nicht. Ja. Ich helfe ihm auf die Beine und wir rennen erstmal los und hoffen. Was, du hast jetzt das Serum oder was? Ich hab's jetzt konsumiert. Okay, gut. Was? Dafür warst du doch da, oder? Was tust du? Was tut ihr mit dem anderen Serum? Das reicht nicht. Ja, das Serum haben wir doch jetzt hier zum Heilen am Ende. Eine Dosis. Aber du hast ja noch eins. Ja. Nein, die Dosis hat er. Ich habe eins noch und das andere hast du. Hat er getrunken. Und was machst du mit der Dosis? Ja, ich will doch hier zur Anlage. Okay, das wusste ich nicht. Alle hin. Ja, was soll ich jetzt damit? Was soll ich mit dem letzten Serum machen? Und rein damit! Tschüss, ihr Loser! Also, wenn du dich nicht hättest, dann hätte ich den nämlich retten können. Ich weiß das sehr zu schätzen. Just saying. Okay, also läufst zur Anlage. Okay. Du kommst bei der Anlage an. Die Trauernden nähern sich. Ihr müsst euch verteidigen. Ja. Die greifen euch an. Würfelt mal alle auf Parade nacheinander. Fang du ruhig mal an. Also mit den Paradewerten oder was? Der Waffe, die er gerade hat. Du hast du gerade Schrotflinte, ne? Okay, dann ist dein Paradebasiswert. Das hast du nicht geschafft. Du hast eine 17 gewürfelt. So, was muss ich denn würfeln? Dein Paradebasiswert. Das wusste ich nicht. Oder du sagst, ich schieße. Okay, entschuldige. Also, willst du parieren oder schießen? Schießen. Gut, dann schieß. Mann. Ich hab nicht nur die Parade schon verloren. Und jetzt schieße ich. Und was, jetzt würfel ich oder was? Ja, auf deine Fernkampfwaffe, die hinten ist. Das ist die nächste Distanzklasse, ist auf deiner auf der Seite. Den Würfel, den du berührt hast. Dann den. Es gibt so viele Momente, wo man es mehr hätte entsorgen können. Aber wenn wir das gemacht hätten, ey, was wäre dann gewesen? Entsorgen von mein Name ist Geronimo Röder, ich habe Schmerzen. Schrotflinte, okay, 13. Hast du deinen neuen Attacke-Nahkampf, deinen Attacke-Distanzwerte eingefügt? 15 ist das. Den hab ich noch nicht geändert. Super Idee, okay, aber der ist leider nicht fit genug. Guck mal unter Waffen. Ich muss den erst heilen. Da müsste irgendwo sein Schusswaffengewehre. Was hast du da? Wenn ich ihm den Kopf so schieße. 2, okay, dann hast du einen Attacke-Distanzwert von... Schade. Warte, du hast... Was hattest du als Basiswert, entschuldige? 13 hast du 17 hast du da, 15 hast du, okay. 17, die darfst du jetzt auf die Distanzklassen der Waffe verteilen. Dafür musst du die Karte einmal sehen. So, die werden gleichmäßig verteilt. Du musst dir jetzt so vorstellen, 15. So, das heißt, du musst die Punkte jetzt quasi abfallend verteilen. Also wenn du hier einen drauf geben willst, musst du vorher hier einen drauf geben. Sagen, 2, 1. Erklär mal für die Zuschauer, was da gerade passiert. Also, wir rechnen jetzt einmal aus, wie viel Punkte er sozusagen bei der Waffe hat. Die Musik gerne anlassen, die ist hammergeil. Voll die Spannung. So. Ich zeig diese blöde Kopfhörer-Kack-Ding. So. Viel zu kurz. Ich komme überhaupt nicht. So, jetzt hör auf rumzumosern. Ja, ich brauch das. Ich muss das hören, leider. So. Und zwar,
5 Meter, 10 Meter, 25, 50, 100 Meter. Das sind die Reichweiten, die diese Waffe hat. Die Punkte werden abfallend verteilt. Das heißt, ich gebe meinen ersten Punkt. Er hat jetzt 5, er hat 17 Punkte, das sogar zu verteilen. Relativ viel, ne? Mhm, okay. Er hat 17 Punkte zu verteilen. Den ersten gibt er also auf 5 Meter, dann darf er einen auf 10. Wenn er jetzt noch einen auf 10 geben will, muss er erst einen auf die erste Klasse. Das heißt, es fällt quasi ab. Auf die kürzeste Distanz müssen immer die meisten Punkte sein und dann fällt es sozusagen gleichmäßig ab. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel sagen... 17 Punkte? Okay. Also sowas wie... Was geht, wäre zum Beispiel, du sagst 10, kannst du machen. 5, 2 oder so. Ja, könntest du machen. Ja. Mach das doch einfach mal. 10, 5, 2. Dann sind wir jetzt bei, ist die kleinste Distanzklasse. Das heißt, so, du musst jetzt eine 10 oder weniger würfeln, damit du ihn triffst. Es ist aber, weil er auf dich zutaumelt, es eine Schrotflinte ist, würde ich sagen, ist es nochmal um 5 erleichtert. 15 oder weniger, dann triffst du. Kannst du den Würfel einmal noch bitte ein bisschen in die Hand nehmen? Dankeschön. Buddy! Was ist es? 19. Okay, du schießt und verfehlst. Nee. Doch. Nee. Okay, der greift dich an. Wo ist denn Stanley Balls? Du hast Glück. Ich darf nicht mehr machen, ey. Der Trauernde hat einen kritischen Misserfolg, Alter. Versucht sich zu beißen, stolpert und fällt neben dir zu Boden. Der Idiot. Kann ich ihn vielleicht kurz ansägen, wenn er eher auf dem Boden liegt? Weil das wäre jetzt wieso bist du denn jetzt dran? Nein, ich wollte nur... Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, aber ich wollte die Chance nutzen, aber du hast recht. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn wir versuchen zu fliehen. Weil das ich wollte gerade sagen, wir sind doch schon beim Turm angekommen, oder nicht? Ja. Ihr deckt gerade einfach Schmort, der versucht die Anlage zu bedienen. Gesagt, wir müssen Ach, ich versuche die Anlage ja. Da habe ich gedacht, du willst da hinrennen, das da reintun. Ja, Moment, bin ich denn schon in dem Gebäude? Oder das ist kein Gebäude, das ist ein Turm. Der steht auf dem Blechding. Das ist doch ein Gebäude. Bin ich im Turm? Nein, du kannst da nicht rein. Das ist der Punkt. Und wo, wo das ist wie so ein Aufbau hin? Und außen ist so ein, ist einfach echt so ein ganz offensichtliches Feld, wo ein Platz frei ist, wo du die Serumflasche reindrücken könntest. Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Daneben ist ein fetter Knopf. Gut. Soll ich euch die Kettensäge da lassen? Also, nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht, weil ich habe mechanisches. Also wichtig ist, ihr könnt mit ihm nicht interagieren. Er rennt schon. Okay, gut. Er ist unterwegs dahin. Ihr deckt quasi gerade Schmorf, damit er die Welt rettet. Gut, dann lass uns doch mal rein umgehen. Du warst gerade dran. Jetzt bist du dran. Den nächsten zu Brei, der irgendwie. Erstmal parierst du, dass der nächste dich angreift. Und er schafft seinen Angriff. Oder? Warte. Also ich kann ja reden, während ich meine Hände. Er schafft seinen Angriff nicht. Und ich möchte euch folgendes vorschlagen: Gegenattacke. Ja, okay. Stanley Balls und ich sind von einem Lockstoff. Würfel einfach, während er redet. Berührt. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn wir jetzt zu Schmorf laufen. Ich würde vorschlagen, dass Stanley Balls und ich uns zurückziehen in die Richtung, in die wir gekommen sind, während Zacharias Bergmann. Also, ich wirklich, ihr Schmorf könnt diesen deckt. Plan gerade nicht diskutieren. Nee, ich schrei das aber. Gut, ich würfel naja, schon mal. Aber noch nicht. Ihr habt das noch nicht gehört, was er sagt. Okay. Das ist einfach viel zu laut. Schaden reinwerfen, weil mein Messer würfel so stark bitte ist, ne? Jetzt deinen Schaden, ja. 6, sehr gut. Plus? 4, 10. Gerade eben hat's gereicht für den einen. Ja, mag sein. 10. So, okay, du triffst ihn und der taumelt auf jeden Fall zurück und fällt zunächst hin. Aber komplett besiegt scheint er noch nicht. Gut. Stanley, dich greift einer an. Parier bitte. Warte erstmal. Okay, er schafft seine Attacke nicht. Aber er taumelt nur an dir vorbei. Du kannst ihn angreifen. Gut, ich hau zu. Mit Nahkampfwaffen. Ja. Mach mal da hinten! Mit meiner Faust. Was muss ich da nochmal machen? Ich hab schon tausendmal gemacht. Schmorf, rette die Welt. Was muss ich machen? Schmorf, rette die Welt. 18 nur weniger würfeln. Schmorf. Du triffst. Würfel Schaden aus, bitte. 2W6 plus 4 hast du, glaube ich, ne? Mhm. Schmorf. 7. Okay, du triffst ihn, er taumelt auf jeden Fall zurück. Schmorf, du kommst an der Anlage an. Okay. Ich nehme das Antiserum. Und ich gebe es meinem Affen. Nein. Ey, für einen kurzen Moment hatte ich überlegt, wie geil es wäre, wenn ich mir jetzt einfach genüsslich mal einen Affen retten würde. Und dann gehen wir einfach irgendwo. Und dann fuck einfach nur um. Und dann nehmen wir bei Lion King Held erinnern so. Das wäre schon geil gewesen. Nein, ich nehme das Antiserum, mach's auf und dann gieße ich den Shit in den Trichter oder ich steck's irgendwo, wo es halt hingehen soll. Ich habe kein mechanisches Wissen, ich habe keine Ahnung. Also, weißt du, da ist eine Öffnung, du steckst ja, da rein. Ja, dann steck ich das Ding in die Öffnung. Okay. Und haust du auf den Knopf. Ich hau auf den Knopf. Und ihr hört ein lautes Zischen, Bumm, und oben aus der Anlage schießt ein lila, pinker Nebel, der in den Himmel sprüht. Und in diesem Moment hört ihr laut ein Auto aus dem Unterholz brechen. Ein Auto aus dem Unterholz brechen. Das kommt vorgefahren. Und darin sitzt Sabine. Sofort springt Blöki auf den Beifahrersitz. Sabine. Und die Ladefläche schaut in eure Richtung. Springt rein, Jungs! Ich
Ich nehme euch mit! Okay. Was tut ihr? Okay. Naja, rennen mit, oder? Aber wir müssen ja eigentlich gar nicht. Wer ist denn ganz kurz? Kennen wir Sabine? Sabine hat die Pfeile. Sabine ist die Frau, die mir jetzt die Pfeile gibt. Sabine ist die Frau, mit der Schmorf geflirtet hat. Also bitte diskutiert nicht mit Sabine. Ja, ich gehe da so, ich gehe rein. Jungs, geht rein zu meiner Freundin, ich komme nach gleich. Du hast sie doch abgelehnt. Ja, aber jetzt. Ach man, jetzt nimmt doch nicht die Spannung raus. Ja, rein. Rein, alle rein zu Sabine. Los. Nur einfach irgendwas tun. Okay, was? Alle. Du auch, Schmorf, oder was? Weil du meintest, wartet kurz, Jungs. Nein, ich hab gerufen, wartet auf mich, aber geht schon mal zu meiner Freundin ins Auto und ich renne ja auch gerade. Okay. Auf dem Weg lasse ich vielleicht sogar die Stachelbeine fallen. Ihr rennt davon und unterwegs, also es kommen schon so ein paar Trauernde von den Seiten, aber ihr schafft es, die relativ easy abzuwehren. Gebt den Hieb mit oder so. Oh, geil, ich würde gerne noch mal einen kaputt sägen. Okay, kannst du auch. Okay, ich säge. Ich renne dann vorbei noch einen und weg. Springt auf die Ladefläche und der Wagen rast davon. Und während ihr in den Sonnenuntergang davon rast, dreht Sabine sich zu euch um und sagt: Ich liebe dich, Geronimo. Na, wenn das mal keine Show war, die ihr da abgeliefert habt, Jungs. Ja, wer hatte das vorhin gesagt? Psst. Alter. Thank you.
Ach, Leute, ey. Also voll plötzlich, ey. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein ganz, ganz tolles Format. Fast ein Jahr oder fast genau ein Jahr ist es her, dass wir das erste Mal Pen and Paper gemacht haben. Ey, ist und der Wahnsinn. Es war ein ganz, ganz tolles Format oder ist und bleibt ein ganz, ganz tolles Format. Denn es geht ja weiter, wie ihr eben gesehen habt. Das könnt ihr ab jetzt und auch die nächsten Wochen bei uns abstimmen im Blog. Wir machen da eine extra Umfrage, wo ihr dann quasi machen könnt, oh, die Musik war schön, könnt ihr wieder anmachen. Das ist schön melancholisch. Ja. Wo ihr dann abstimmen könnt, wie es weitergeht, welches Universum es wird. Wir schreiben tatsächlich dann unser Regelwerk so um, dass es darauf passt. Außer es wird natürlich wieder Tears. Das schauen wir einfach mal. Ja, ich kann mich bei euch nur bedanken. Ich kann mich bei jedem bedanken, der an irgendeinem Punkt mitgewirkt hat. An allen, die so viel Liebe in das Format investiert haben. Denn jeder Folge hat man angemerkt, dass alle Bock drauf hatten und nicht jemand nur seine Arbeit gemacht hat, einfach, sondern immer drüber hinaus. Auch ein riesen Dankeschön an die Community. Ich glaube, wir haben wenig gemacht bisher, wo wir so viel, so positives Feedback bekommen haben, wo so viel Herzblut reinfloss, wo so viele Leute sich von außerhalb gemeldet haben, eben auch wie Zeichner wie Oscar, die Bettina, die Yvette, auch andere, die jetzt in Zukunft noch kommen, wo wir so viele Videos von außerhalb hatten, wo wir alles einfach hatten, ohne dass wir im Grunde irgendwas tun mussten, außer eben einfach hier zu sitzen und eine Runde Pen and Paper zu spielen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Den Link seht ihr gerade, wo ihr da teilnehmen könnt. Und wir machen jetzt nochmal ein bisschen längere Pause, dann machen wir noch ein Was wäre wenn, wo ich nochmal aufkläre, was an welchen Stellen hätte eventuell geschehen können. Und sonst kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen, vielen Dank auch an euch vier insbesondere. Schön, dass ihr so mitgemacht habt. Ja, das war danke an dich. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, Hauke. Du hast das fantastisch gemacht. Ich freue mich, wenn es in vielleicht einer anderen Welt weitergeht. Und ich möchte nur einmal kurz sagen, endlich habe ich mein Spiel durchgespielt. Ja. Dankeschön für alles, ey. Ich würde auch gerne noch was wissen. Wenn wir jetzt irgendein anderes Setting wählen, dann machen wir da aber auch neue Charaktere und ähnliches. Das kommt so ein bisschen drauf an, natürlich. Also ich finde, es ist so schön gewesen, dass am Ende hat man gemerkt, ihr habt jeder irgendeinen Charakter gehabt, mit dem ihr auch was anfangen konntet. So. Ja, aber das ihr habt so genau, könnt ihr genauso. Ihr kann ja auch so ähnlich sein, anderen Namen haben oder ein völlig anderer Charakter. Das ist auch so ein Teil Stanley davon, dass man ein besserer Spieler wird, dass man merkt, was man eben spielen möchte. So, und ich glaube, viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, außer vielen, vielen Dank nochmal an alle. Oder wollt ihr noch was sagen? Gerne. Das, aber das war schon das richtige Serum, was da nach oben raus explodiert ist, oder? Wir haben die Welt gerettet am Ende. Ja. Ihr habt die Welt gerettet. Zumindest den mitteleuropäischen Raum. Es war das richtige Serum. Ja. Es hat funktioniert. Der mitteleuropäische Raum ist befreit. Aber auch nur der. Vom Virus. Wissen denn alle, dass wir das waren? Wohl nicht. Ja, das finde ich aber. Noch seid ihr stille, Helden. Was mich ganz kurz interessiert wird, wie sieht es denn aus mit Griechenland? Sind die auch oder? Nein, gut. Das würden wir erfahren, wenn wir wieder Tiers wählen würden. Vielen Dank. Ey, danke an alle, die hier waren, die auch Nachtschichten. Ne? Es ist jetzt schon wieder 1 Uhr nachts. Ihr seid auch alle hier hart am Rocken. Man muss sich immer bei allen bedanken, weil es ist einfach so. Ist ein Team-Ding hier und danke an alle. Kann ich auch nur sagen. Danke an euch da draußen. Es ist, weil ihr letztendlich, und das ist kein Geschleime, das ist die Wahrheit. Ich glaube, das spreche ich für alle, wenn ich sage. Ihr seid echt der Antrieb, dass wir immer sowas machen, weil ihr so geil Bock habt und auch so geil mitmacht. Und das macht uns auch deshalb enorm Spaß. Und deshalb auch ein großes Dank, wenn ich den Tisch da hinten sehe, was ihr bastelt, jetzt, ob das jetzt bei Bonjour oder auch eben jetzt bei Tears oder Wach. Es macht einfach Bock, mit so einer Community wie euch einfach Sachen zu machen und Entertainment für euch und mit euch zu machen, ist einfach nur geil. Ja. So. Und was Schöneres können wir eigentlich zum Schluss nicht sagen. Würde sagen, damit gehen wir in eine verdiente kurze Pause. Dann erzähle ich nochmal ein bisschen was, wie es hätte sein können, was noch hätte sein können. Und dann verabschieden wir uns. Ja? Wo waren denn die Pfeile diesmal? Da waren Pfeile irgendwo, oder? Ja, es gab einen Punkt. Schau dir doch einfach an, was ich gleich noch erzähle. Dann wirst du es sehen. Also, vielen, vielen Dank an alle. Gleich sehen wir nochmal, was hätte sein können. Und tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal in einer tollen, fantastischen und spannenden neuen Welt. Was ist denn jetzt mit dem Pavian? Ist der jetzt geheilt? Der ist geheilt. Und Schluss.